Hier ist Extra 3, die einzige Satire-Sendung mit Christian Ehring. Herzlich willkommen zu Extra 3. Na, ist das ein Wetter? Regen, Regen, Regen. Inzwischen sogar hier im Studio. Ich habe zu Hause vorm Fenster ein Vogelhäuschen. Da ist gerade eine Forellenfamilie eingezogen. Ist ja auch mal ganz nett. Es hört überhaupt nicht auf. Man denkt irgendwann, muss die Kanne doch mal leer sein da oben. Damit man auch wieder Fahrrad fahren kann. Ja, das ist ja eigentlich die Zeit, wo man mal schön Fahrrad fährt. Obwohl, in Mecklenburg-Vorpommern ist es nicht nur das Wetter, das einem das Fahrradfahren vermiest. Die Radfahrer aus dem schönen Örtchen Kummer haben Kummer, wenn sie ins 8 Kilometer entfernte Ludwigslust fahren wollen. Denn die vielbefahrene B5 ist für Radfahrer nicht ganz so ideal. Wir haben es schon ausprobiert. Also die Autos fahren einem direkt am Arm vorbei. Es ist schlimm. Ne? Also man ärgert sich da jedes Jahr drüber und es wird wieder nichts gemacht und wieder nichts gemacht. Moment, man muss nur 3,5 Kilometer auf der B5 radeln, das Heil überstehen und schon kommt man auf diesen tollen Radweg. Vor 6 Jahren wurde der hier gebaut. Es gibt nur ein klitzekleines Problem. Nach 300 Metern endet leider der Spaß. Tja. Dann muss man eben wieder auf der vielbefahrenen Bundesstraße radeln, wenn man weiter nach Ludwigslust fahren will. Da hilft auch Wenden nichts. Radfahren ist halt nichts für Weicheier. So ein schöner Weg, würde ich sagen. Eine schöne Abkürzung und wir können sie nicht nutzen. Das ist natürlich eine Verschwendung von Steuergeldern, sondergleichen. Wenn Sachen entstehen, die überhaupt nicht genutzt werden. Ich sehe da denn keinen Zweck. Wie man zum Radweg kommen soll, will uns das zuständige Ministerium leider nicht vor der Kamera erklären. Dafür schriftlich. Über die parallel verlaufende Bundesstraße soll man radeln. Ein Fahrradweg, zu dem man mit dem Fahrrad gar nicht hinkommt. Genial. Für schlappe 400.000 Euro mitten ins Nichts gebaut. Aber immerhin wird er hervorragend in Schuss gehalten und die beiden Brücken regelmäßig inspiziert. Und das ist noch nicht alles. Das Kuriose ist, dass für dieses Bauwerk der Winterdienst sehr akkurat durchgeführt wird, mit Räumen, mit Streuen. Alles wird gemacht und es fährt nicht einer. Man kann es aber auch positiv sehen. Wo kann man schon so ungestört mit dem Fahrrad auf- und abfahren? Ein Film von Annalisa Kraus. Liebe Zuschauer, es ist soweit. Die SPD hat Geburtstag. Die SPD wird 150 Jahre alt. Oder wie Helmut Schmidt sagen würde, die Pubertät ist vorbei. Viele überlegen nun, womit man der SPD zum Geburtstag eine Freude machen könnte. Was schenkt man einer Partei, die so gar nichts hat? Auf jeden Fall hat die Post schon reagiert. Es gibt eine SPD-Briefmarke, die an die Gründung der SPD erinnert, mit der Aufschrift Einigkeit macht stark. Ja? Geplant ist auch eine Briefmarke, die an den Untergang der SPD erinnert, mit der Aufschrift Leck mich. Es wird ein großes Fest. Ich freue mich schon drauf. Ja, es wird die große 150-Jahr-Feier. Ich denke mal, es wird Fanmeilen geben. Es wird ja Public Viewing geben. 150 Jahre SPD, natürlich. Da werden überall die sozialdemokratischen Fans stehen. Ich kann mir das vorstellen. Da vor den Leinwänden zu Zehntausenden, dann kommt Sigmar Gabriel und die rufen, Sigmar Gabriel. Oder, ah, guck mal, Andrea Nahles. Du hast die Haare schön, du hast die Haare. Oder Peer Steinbrück, ja. Peer, wir wissen, wo dein Pinot Grigio steht. Also ausgelassene Stimmung. Es sollen auch wichtige Symbole der SPD-Geschichte gezeigt werden. Also August Bebels Uhr zum Beispiel. Ist ja ein ganz zentrales Symbol der Parteigeschichte. Es gibt inzwischen weitere geschichtsträchtige Symbole. Es gibt eine leere Packung Reno von Helmut Schmidt. Nicht? Es gibt die Austrittserklärung von Oskar Lafontaine. Und ab heute offiziell im SPD-Museum die Badehose von Rudolf Scharping. Wir holen aber nun
zur Feier des Tages ein echtes Urgestein der SPD zu Wort kommen lassen. Es war nicht leicht, ihn noch mal vor die Kamera zu kriegen, aber Dominik Ziesemer, Dennis Kaup und Till Burmeister haben es mit vereinten Kräften geschafft. Willy Brandt im Gespräch mit Dominik Ziesemer. Ja, Herr Brandt. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Partei feiert ja dieses Jahr ihren 150. Geburtstag. So ist es. Warum sollten die Menschen heute überhaupt noch die SPD wählen? Ja, warum? Ja? Oder anders gefragt, wenn Sie die SPD aktuell betrachten, worauf können Sie da eigentlich noch stolz sein? Ja, worauf eigentlich? Ja, worauf eigentlich? Das weiß ich nicht. Ah. Liegt's vielleicht am Kandidaten? Bei Peer Steinbrück. Da dachte man doch, jetzt hätte man mal einen, der der Kanzlerin wirklich das Wasser reichen kann. Das war der eigentliche Irrtum. Aha. Sie halten Peer Steinbrück also auch für einen aufgeblasenen, überheblichen Klugscheißer und Dampfplauderer? Ja, aber ich will's jetzt nicht in herabsetzender Bedeutung verstanden wissen. Sondern? Aber was der Steinbrück sich auch alles geleistet hat. Zu Ihrer Zeit hätten Sie ihn wahrscheinlich über den Bock gelegt, um ihn zu züchtigen. Ja. Herr Brandt, lassen Sie uns doch zum Abschluss des Gesprächs noch ein Spiel machen. Ich gebe Ihnen einen Satz vor und Sie machen sich einen Reim drauf. Zum Beispiel, Gabriel und Steinbrück werden sich immer hassen. Das können wir vielleicht beiseite lassen. Ja, okay. Dann zu einer anderen Person. Andrea Nahles denkt verwegen. Es reiche aus, Rouge aufzulegen. Ja. Die SPD scheißt auf den kleinen Mann. Da ist was dran. Einen habe ich noch. Angela Merkel ist der Inbegriff eines Rasseweibs. Jetzt ist Schluss und dabei bleib's. Okay, Herr Brandt. Dann vielleicht zum Schluss Ihre Prognose. Die SPD kann die Wahl gewinnen, allerdings nur, wenn man wenn man auch an Wunder glaubt. Ja, Herr Brandt, danke für das Gespräch. Viele Prominente schicken natürlich auch Grußbotschaften an die SPD. Und ein paar von diesen Glückwunsch-Telegrammen sind zufälligerweise bei uns gelandet. Hier zum Beispiel schreibt der Papst: Liebe SPD, hiermit seid ihr heilig gesprochen. Dass man alle Themen, die man hat, an die anderen abgibt und nichts für sich selbst behält, sowas hätte nicht mal Jesus gemacht. Ja. Oder hier schreibt Berlusconi: Ciao Ragazzi, könnt ihr mir die Telefonnummer von der geilen Schwesig aus MacPom simsen? Naja. Oh, Wladimir Putin. Der schreibt, die SPD war über 100 Jahre Opposition. Sehr gut, bei mir lebt eine Opposition keine 100 Stunden. Auch in den Tatort hat es die SPD einmal geschafft. Können Sie sich daran noch erinnern? Einmal war es soweit, die SPD war im Tatort, hier ein Extra-3 Classic. Kommissar Schlimanski, bitte. Oberkommissar Johannes Schlimanski und sein Kollege Christian Spanner haben einen neuen Fall. Eine brisante Vermisstenanzeige. Die alte Tante SPD ist in der Versenkung verschwunden. Also laut Zeugen hat die alte Tante um 5:12 Uhr die Wahlparty ziemlich gefrustet verlassen, um zu ihrer Basis zurückzufahren. Dort ist sie aber nie angekommen. Scheiße. Und hier ist die Personenbeschreibung. Circa 150 Jahre alt. Ziemlich blass. Hat in den letzten Jahren unheimlich an politischem Gewicht verloren. Hoffentlich lebt die Alte überhaupt noch. Scheiße. Schlimanski und Spanner gehen auf Spurensuche. Sie ermitteln im Arbeitermilieu. Dort ist die alte Tante SPD aufgewachsen. Haben Sie die hier gesehen? Nee. Das ist die alte Tante SPD, eine ehemalige Arbeiterpartei. Ach, die SPD, die war schon lange nicht mehr hier. Scheiße. Hey, scheiße ist mein Text. Währenddessen in Berlin, Razzia im Willy-Brandt-Haus. Die Polizei hat eine heiße Spur. Das sind die Fotos aus Berlin. Kein schöner Anblick. Mm-mm. Zuletzt wurde die SPD in Begleitung von diesem Typen da gesehen. Sigmar Gabriel. Moment mal, der Eisbär ist doch tot. Vielleicht hat der Knutknutscher das Gleiche mit der alten Tante gemacht. Schlimanski geht dahin, wo es wehtut.
zu einer Pressekonferenz mit Sigmar Gabriel. Die Jugendarbeitslosigkeit auch dadurch zu bekämpfen. Hey, Fettsack! Was hast du mit der alten Tante gemacht? Gibt's auch ein Problem? Hast du erst das Profil geklaut und sie dann verschwinden lassen, was? Na, was passiert? Nicht gleich hinfallen, nur weil ich hier rede. Scheiße. Irgendwie haben die alle Dreck am Stecken. Ich habe den Eindruck, die gesamte SPD-Führungsspitze ist irgendwie... Scheiße! Die alte Tante SPD, da ist sie ja. Was machen Sie denn hier? Und warum trinken Sie Wodka? Endlich mal wieder 40%! Ein Film von Dennis Kaub und Jesko Friedrich. Die Suche nach der alten Tante SPD ist vorerst erfolgreich gewesen. Die Suche nach einem Atomendlager läuft immer noch. Und außer Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg suchen alle Bundesländer vor allem schon mal nach Gründen, warum es ausgerechnet bei Ihnen immer gar nicht passt. Ne? Am Ende werden wahrscheinlich ohnehin alle sich gegenseitig blockieren. Dann läuft es auf die einzig logische Konsequenz hinaus. Es gibt gar kein Lager. Der Müll bleibt auf der Schiene und wird als ständiger Atomtransport kreuz und quer durch Europa gefahren. Ja? Ausgerechnet Bayern und Hessen, jahrzehntelang die größten Atomkraftfans, wollen jetzt mit den strahlenden Spätfolgen nichts mehr zu tun haben. Das ist, als würde man sagen, ja, Hunde finde ich gut, aber kacken müssen die beim Nachbarn im Garten. Diese Atommülldiskussion wird uns noch lange begleiten. Fragt eigentlich jemand mal, wie sich so ein Atommüllfass dabei fühlt? Hier fühlt es sich sicher, abseits von Menschenmassen. Ein ganz normales Atommüllfass. Nach außen hin strahlt es, doch in seiner Seele sieht es ganz anders aus. Bei Extra 3 sprechen Atommüllfässer zum ersten Mal offen darüber, wie es sich anfühlt, wenn niemand einen haben will. Anonym. Ich fühle mich so ausgebrannt, einfach ungeliebt. So als wäre ich einfach nur Müll. Rückblick. 1960. Das erste deutsche Kernkraftwerk geht in Bayern ans Netz. Die Atommüllfässer wohnen gleich nebenan. Sie fühlen sich akzeptiert, sind Stars in Funk und Fernsehen. Jetzt lässt sich jedoch schon sagen, dass nach menschlichem Ermessen eine Angst vor der Frage, wohin mit dem Atommüll, für Deutsche unbegründet ist. Dein Freund, das Atom, begeistert Generationen. Tolle Zeiten waren das. Wir waren so beliebt und wurden auch immer mehr. Und damit beginnen die Probleme. Atommüllfässer werden von ihren Familien getrennt. Einige kommen in schäbige Massenunterkünfte mit feuchten Wänden. Andere werden einfach ins Meer geworfen. Wieder andere müssen ins Ausland, ins Internat, nach Sellafield oder La Hague. Und als sie zurückkommen, sind Atommüllfässer plötzlich bei allen unbeliebt. Wir dachten lang, das kann nicht sein. Erst konnten sie nicht genug von uns kriegen und dann weiß niemand wohin mit uns. Das ist doch verrückt. Selbst der jährliche Interrail-Urlaub wird zur Katastrophe. Die Akzeptanz sinkt weiter. Geht bloß ganz weit weg. Wieder sagen die meisten Bundesländer auf keinen Fall zu mir. Es gibt keine weiteren Castor-Transporte nach Gorleben. Sogar konservative Bundesländer wenden sich plötzlich ab. Gerade Union und FDP nehmen uns nicht auf. Die haben mich doch praktisch auf die Welt gebracht. Ohne die wäre ich doch gar nicht hier. Ich bin doch auch schwarz-gelb. Atommüllfässer suchen ein Zuhause. Für 1 Million Jahre. Ein Film von Janina Kalle. Verteidigungsminister Thomas de Maizière. Hier sehen wir ihn. Ja. Ein Bild aus glücklicheren Tagen. Er war immer Muttis stiller Liebling. Schönes Paar, oder? Tommy und Droni. Jetzt sieht's für die beiden schlecht aus. Die Drohne Eurohawk, Sie haben das mitbekommen, hat uns 500 Millionen Steuergelder gekostet, darf aber nicht fliegen. Dumm gelaufen, hat der de Maizière nicht in die Gebrauchsanweisung geguckt. Sonst hätte er nämlich gesehen, dass die Dinger kein Kollisionsschutzsystem haben. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass die Drohnen mit Flugzeugen zusammenstoßen. Und das ist nicht der Sinn von Drohnen. Drohnen sollen keine unbescholtenen Zivilisten in der Luft töten, sondern unbescholtene Zivilisten am Boden. Zumindest machen die Dinger das häufig. Ne?
Das Beste an der Geschichte ist ja, dass das Verteidigungsministerium schon seit Jahren wusste, dass die Drohnen hier nicht fliegen dürfen und sie trotzdem gekauft hat. Wahrscheinlich, weil man sich gedacht hat, ach, das Fluggerät wird nicht mehr von einem denkenden Menschen geführt. Das haben wir hier im Ministerium auch. Und als de Maizière jetzt das Aus für die Eurohawk-Drohne verkündet hat, da wollte er dieses schöne deutsche Sprichwort benutzen. Wie heißt es noch? Lieber ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende. Ich glaube, so sagt man, ungefähr so. Ne? Lieber ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende. Also zweimal Schrecken, einmal mit, einmal ohne. Seinen persönlichen Schrecken ist er wahrscheinlich noch nicht losgeworden. Heute hat ihm Merkel ihr Vertrauen ausgesprochen. Das ist aber ganz hart. Ne? Das ist schlimmer als Rausschmiss. Ich meine, volles Vertrauen von Angela Merkel, da sage ich mal, mach's gut, Thomas. Viele Deutsche sagen sich, ein Ding, das mit unglaublicher Geschwindigkeit auf mich zurast, seit wann heißt das Drohne? Im Straßenverkehr heißt das Dienstwagen. Die Autofahrer wiederum sagen, ha, ein Kampfsystem ohne ein Gehirn an Bord, das kann ja wohl nur ein Radfahrer sein. Es tobt ein Krieg auf deutschen Straßen, das haben Sie wahrscheinlich auch schon gemerkt, bislang ohne Drohnen, aber trotzdem sehr brutal, sehr gnadenlos. Oliver Durke und Alicia Anker. Der siebte Sinn, Rücksicht im Straßenverkehr. Achtung, liebe Autofahrer, im Frühling begegnen Ihnen eventuell Fahrradfahrer auf den Straßen. Hier heißt es Rücksicht nehmen. Damit Radfahrer nicht einfach umfallen, vernachlässigen Sie auf jeden Fall den gesetzlichen Mindestabstand. Aber Achtung, manche Radfahrer sind undankbar. Jetzt heißt es abreagieren. Schnappen Sie sich einfach den nächstbesten Radfahrer und beruhigen Sie Ihre Nerven. Hier gilt der international anerkannte Leitsatz, es wird schon den richtigen treffen. Fahrradfahrer bringen sich oft selbst in Gefahr, indem sie zu dicht an parkenden Autos vorbeifahren. Autofahrer sollten den Radfahrer praxisnah auf diesen Missstand hinweisen. Für Fußgänger gilt, Betreten des Fahrradweges ist beileibe kein Kavaliersdelikt. Radfahrer deuten dies als Aufforderung zum Duell. Manchmal betrachten die Fußgänger aber den Radweg als ihr Eigentum. Radfahrer neigen nach solchen schlagkräftigen Argumenten zu Übersprungshandlungen. Dies führt bei dem Radfahrer zur Verwechslung von links und rechts, rot und grün und von schnell und langsam. Autofahrer betrachten Radfahrer als Freiwild, das erlegt werden muss. Aber Vorsicht, nicht jeder Fahrradfahrer ist freiwillig. Für einige gelten keine Verkehrsregeln, da sie in gefährlicher Mission im Dienste der Menschheit unterwegs sind. Fahrradkuriere. Mit ihren Funkgeräten halten sie Kontakt zu dem UN-Generalsekretär, zum Papst und David Hasselhoff. Die meisten Probleme im Straßenverkehr lassen sich aber durch Kommunikation lösen. Benutzen Sie dabei auch die allseits anerkannten Gesten. Rentner sollten dabei auf Hilfsmittel zurückgreifen, um sich Gehör zu verschaffen. Kleiner Tipp, seien Sie auch mal kreativ. Der Diskussionspartner weiß das zu schätzen. Zum Beispiel mit netten Texten wie Runter vom Zebrastreifen, du alte Kackflubbel, sonst zerkratze ich dir dein Auto. So verhalten Sie sich rücksichtsvoll im Straßenverkehr. Und nächste Woche, richtiges Befahren von Fahrradwegen trotz Hindernissen. Aua! Wir Europäer müssen mit unserem Geld ja viel subventionieren. Und wenn wir Subventionen zahlen für Buttermilch und Getreide, dann nennt man das Agrarsubvention. Wenn wir das Geld ausgeben für Gülle, Schmalz und Mist, nennt man das Eurovision Song Contest. Also, ich freue mich, dass Sie das auch so sehen. Wir müssen uns immer wieder klar machen, das Ding ist wahnsinnig teuer. Und ich frage mich langsam wirklich, ob es rechtens sein kann, dass dieser ESC durch Rundfunkgebühren finanziert wird. Ich finde, das müsste eigentlich unter Müllgebühren fallen. Der deutsche Beitrag von Cascada kam ja auf Platz 21, liegt damit 3 Plätze hinter Greuther Fürth. Und zwar zu Recht, wenn Sie mich fragen.
Der ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber sah das anders. Er hatte seine eigene Erklärung. Es gibt sicherlich auch eine politische Lage. Ich will nicht sagen 18 Punkte für Angela Merkel. Aber man muss eben auch sehen, da stand nicht nur Cascada auf der Bühne, da stand auch Deutschland auf der Bühne. Natürlich, ja. Da stand Deutschland auf der Bühne. Ich will nicht sagen 18 Punkte für Angela Merkel, aber ist schon so. Merkel war schuld. Das Argument kann sich der Verlierer vom Champions-League-Finale auch schon mal merken. Das ist ein super Argument. Ja, sorry Leute, der Schiedsrichter war Italiener und es stand ja auch ein Stück weit Deutschland auf dem Platz. Ist ja wohl klar, ne? Oder das scheiß Wetter. Ist doch klar, Petrus ist Südländer. Südländer haben keinen Bock auf Merkel, muss ich mehr sagen. Ein super Argument. Irgendjemand muss es den ARD-Verantwortlichen beibiegen. Es war das Lied. Es war einfach das Lied. Es war nur das Lied. Also dieser Song hat uns an einem Abend in Europa mehr Sympathien gekostet, als Merkel in ihrer gesamten Amtszeit. Meine Fresse, war das schlecht, oder? Das war ein schlechtes, ein ödes, dieser Plastikpop. Es war ja dermaßen langweilig. Es müsste eigentlich unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, wenn Sie mich fragen. Und dann dargeboten von einer Frau, die sich auf der Bühne bewegte mit der grazilen Anmut einer tadschikischen Hammerwerferin. Ist doch wahr. Also ich finde, wenn man eine Frau ins Rennen schickt, ja, da muss man doch gucken, man nimmt dann auch die Beste. Ja, man muss doch als Deutschland versuchen, dann den besten Act ins Rennen zu schicken. Also wir haben zum Beispiel eine Frau bei Extra 3. Wenn wir die losschicken, dann wissen wir, das wird immer was. Und es ist eine Frau für die besonders schweren Fälle, für die heiklen Missionen. Es ist natürlich unsere Reporterin Jasmin Al-Safi. Ja, die geht raus und da kommt immer ein toller Film zurück. Wo war sie eigentlich diesmal? Ich bin in Berlin, der Hauptstadt von Politik, Wirtschaft und Macht, um endlich die Frau zu treffen, die für die meisten deutschen Frauen ein großes Vorbild ist. Barbie! Yay! Mitten im tristen Plattenbau steht das Dreamhouse von Barbie. Und hier ist wirklich alles pink. Ja, alles. Was ist denn so toll an Barbie? Alles. Ich liebe, sie ist so schön. Also sie hat so eine perfekte Figur, sie ist einfach schön. Sie ist ein Vorbild für mich. Pink ist ja nicht nur eine Farbe, sondern eine Lebenseinstellung. Ja, dass sie blond ist wie ich. Das bedient halt das, was Mädchen gerne machen. Anziehen, ausziehen, umziehen. Kann man denn von Barbie auch irgendwas lernen? Das Leben ist schön, denke ich. Ja, und hier in der Eingangshalle vom Barbie-Haus ist es auch total schön. Nur nicht dieser Türsteher Ken. Der will uns von Extra 3 nämlich nicht reinlassen. Ich darf nicht ins Barbie-Haus. Heute nicht, nein. Das ist schade. Och Menno, warum arbeite ich auch für ein Satire-Magazin? Ich wollte doch auch endlich lernen, wie man sich als Frau bewegt, womit man seine Zeit verbringt. Und was man als Frau so isst, bevor man es wieder auskotzt. Ich muss da einfach rein. Und wenn nicht als Extra-3-Reporterin, I'm sexy and I know it. Dann eben als Barbie. So, jetzt muss es aber klappen. Die besten Barbie-Argumente habe ich auch gleich mitgebracht. Nur bei den Besuchern hapert's noch. Glauben Sie, dass Sie so reinkommen? Warum sollte ich nicht? 10, 15 Kilo abnehmen, sich eine Rippe entfernen lassen für die Taille. Okay. Ne? Und Brustimplantat und dann kommen Sie locker rein. Dann komme ich rein, okay. Bisschen wenig Ausschnitt, wenn Sie mich fragen. Kann ich mehr bieten? Kann ich mehr bieten? So, jetzt aber schnell rein da. Als Reporter Barbie klappt das doch auf jeden Fall. Das ist jetzt ja mein Zuhause quasi. Ja, wir sind ja nicht die Original-Barbie. Tja, aber du oder was? Frechheit. Ich will jetzt sofort wieder mit dem Türsteher Ken sprechen. Jetzt habe ich mich extra so schön angezogen. Komme ich jetzt rein? Das kann ich Ihnen leider nicht so genehmigen. Was? Ich glaube, ich habe mich verhört. Hat er das wirklich gesagt? Wir kommen nicht rein. Leider nicht. Dann macht das auch alles keinen Sinn mehr. Und das liegt doch nur daran, dass ich nicht 1,80 und anorektisch bin. Wenn ich das Prinzessin Lillifee und Hello Kitty erzähle. Jasmin Al-Safi, begleitet von Henning Nasse. In ein paar Wochen geht das Schuljahr zu Ende und einige Lehrer zittern. Ja, Lehrer zittern. Die Länder sind dazu übergegangen, Lehrer, also die Lehrer, die nicht verbeamtet sind, nur noch befristet anzustellen und sie in den Sommerferien zu entlassen. Da sind die Lehrer dann 6 Wochen lang arbeitslos. Also wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen demnächst in der Fußgängerzone zerzauste Gestalten entgegentreten in Korthose und Strickjacke und Sie ansprechen mit Sätzen wie: Entschuldigung, haben Sie vielleicht Interesse an der Photosynthese?
oder ein bisschen Nachhilfe in Französischer Revolution. Hallo, ist auch für mich die sechste Stunde. Für einige Schüler der Stadtteilschule Altona steht auch jetzt schon fest, nach den Sommerferien müssen sie woanders hin. Und das hat in dem Fall nur was mit Entfernung zu tun. Therese Ulrich. Im Moment geht Annabelle noch mit ihren Freundinnen in die 4. Klasse der Max-Brauer-Schule in Hamburg. Aber nicht mehr lange. Nach den Sommerferien muss Annabelle die Schule verlassen. Die Behörde hat endlich mal durchgegriffen. Wenn meine Freunde auf die Max-Brauer gehen und ich auf eine andere, dann ist es einfach doof. Es ist einfach blöd, weil wir konnten immer so schön mit Annabelle spielen. Weil wir kennen uns ja jetzt schon 4 Jahre. Und das wäre schön, wenn wir uns länger kennen. Nee, ist aber nicht. An der Max-Brauer-Schule gibt es zwar Vorschule, Grundschule und weiterführende Schule unter einem Dach. Aber Annabelle und 6 weitere Schüler haben eben Pech gehabt. Es gibt einfach zu viele Neuanmeldungen, sagt die Schulbehörde. Das hat zur Folge, dass es zum Wohnortprinzip kommt. Das heißt, nur wer nah dran wohnt an der Schule, im Umkreis von ungefähr 1 Kilometer, was Sie hier erkennen, kann auf die Schule aufgenommen werden. Wir vom Elternrat der Max-Brauer-Schule finden es völlig absurd, dass jetzt 7 unserer Schüler diese Schule verlassen müssen, nur weil andere Kinder dichter dran wohnen. Meine Tochter ist seit der 1. Klasse in der Max-Brauer-Schule und ich war eigentlich davon ausgegangen, dass sie an dieser Schule bis zum Abitur bleibt. Nun haben wir Bescheid bekommen, dass sie dort nicht mehr bleiben kann, weil wir zu weit weg wohnen von der Schule. Ja, Gesetz ist nun mal Gesetz. In Hamburg geht's beim Schulwechsel eben um jeden Meter. Da werden die Karten jedes Mal neu gemischt. Ja, auch an der Max-Brauer-Schule. Das hat damit zu tun, dass wer in der Grundschulabteilung dieser Schule ist, nicht automatisch ein Anrecht hat, darauf in der weiterführenden Schule dort auch zu bleiben. Für die Kinder ist es eine Katastrophe, dass sie diese Schule verlassen müssen. Ach, Katastrophe! Annabels Weg zur alten Schule war einfach zu lang. Und deshalb ist ihr neuer Schulweg jetzt noch länger. Ist doch logisch. Die Max-Brauer-Schule ist von uns aus 1077 Meter entfernt und die neue Schule wird 2400 Meter entfernt sein, was doppelt so weit ist. Wir wohnen hier, hier ist die Max-Brauer-Schule und hier ist die neue Schule. Ach was, das ist doch nur im Moment noch ungewohnt. Ein längerer Schulweg hält doch auch fit. Auf unserer Homepage www.x3.de können Sie jetzt über den besten Film der Sendung abstimmen. Und wenn Sie uns die Meinung geigen wollen, können Sie das da auch tun. Hört bloß keiner zu. Im Anschluss kommt das Medienmagazin Zapp. Die Kollegen beschäftigen sich heute mit einem Horst und seinem Umgang mit den Medien in der Verwandtenaffäre bei der CSU. Vorher noch, wie immer, neulich im Bundestag von Jens Böttcher, Carsten Deutschmann und Henry Sperling. Tschüss. Wegen Bayern gegen Dortmund gibt's für alle Sonderurlaub bis Montag. Wir hören Gunter Gabriel. Ich sag nur ein Wort, ihr Lümmel. Vorglühen für ein hysterisches Champions-League-Finale Deutschland gegen Deutschland. Das waren aber mehr als ein Wort. Endlich haben wir Europa wieder fest im Griff. Herrlich. Ich wusste immer, dass wir den Zweiten Weltkrieg eines Tages noch gewinnen würden. Wir sind die Champignons. Erst haben wir den Griechen, den Italienern und den Spaniern die Menschenrechte und die Banken abgekauft. Und dann im Fußball den Schneid. Das hat geschneit. Sie sagte es, auf dem Weg ins Finale haben wir Angsthaserei Istanbul, Juventus, Urin und Aral Madrid die Nüsse durch die Nase geschossen. Ja, die ganze Welt soll am Samstag live unseren Endsieg bestaunen. Nur die türkischen Pressevertreter werden natürlich wieder ausgesperrt. Wir sind unzerschlagbar. Meister der Welt. Wir gewinnen das Ding. Hallo, ich muss euch was furchtbar Wichtiges sagen. Wenn du nicht mehr an dich anhalten kannst. Denk doch mal nach, wir Deutschen werden doch das Finale am Samstag. Auf jeden Fall. Verlieren. Oh nein, wir machen uns ja lächerlich. Wir müssen das Endspiel abblasen. Ja, nee, muss doch nur irgendeiner heimlich nach England rüberschwimmen und den Stöpsel aus der ganzen Kackinsel rausziehen. Arbeitet eigentlich dieser Rudolf Hess noch für uns? Leider nicht. Und ich gehe mich jetzt erstmal eine Woche fremdschämen auf einer Nebenstrecke vom Jakobsweg. Hat zufällig von euch einer Lust, nicht mitzukommen? Hey, ich hab auch keine Lust mitzukommen.